Ich weiß nicht, was ich erforschen soll, Leute. Also wir sind ja jetzt gerade dabei, diese ganzen Dinge hier fertig zu machen. Topologie, KI, Drohnen arbeiten bei Landschaftsbauprojekten schneller. Wir versuchen ja jetzt auch das Terraforming so weit zu erforschen, dass wir damit demnächst mal anfangen können. Aufklärungszentrum, Gebäudeaufklärungszentrum arbeitet darauf hin, neue Asteroiden zu entdecken und weitere Entdeckungen zu machen. Ja, eigenständige Beleuchtung, Lichtstativ, dieses Leuchten funktioniert ohne Stromnetz, perfekt für die Beleuchtung von schwer zugänglichen Stellen. Machen wir das hier mal. Ist ja eh nicht so viel an Forschungspunkten. Low-G-Tunnelstützen brauchen wir nicht, weil wir nicht im Tunnel sind. Machen wir auch erst später. Ich will mir das eigentlich nach und nach angucken. Das Problem ist, eigentlich sollte man mit allen Dingen sofort arbeiten. Sofort in die Tunnel gehen, sofort auf Asteroiden fliegen. Ich krieg das nicht hin. Ich muss immer erst eins nach dem anderen machen. Also wenn ihr mich dafür hasst, sorry, ich kann es nicht ändern. Ich brauche das einfach. Dann nehmen wir das hier noch mit rein. Verstärkte Fabriken mit mehr Strom. Dann können wir auch irgendwann die besseren Akkumulatoren erforschen. Das dürfte funktionieren. So, und dann hier noch eine Bar extra bauen. Oder ein Diner. Das kostet alles Arbeitskräfte. Meine Güte. Weiß ich nicht, ob ich das will. Eigentlich nicht. So, die machen jetzt gerade die Deckungspflanzen. Das bringt uns nicht viel Essen. Aber wenn die erstmal durch sind, dann machen die Kartoffeln umso mehr. Und da freue ich mich schon drauf. Kann ich euch nicht auch irgendwie verstärken? Irgendwas kann ich doch bestimmt noch verstärken. Wir haben noch einige Blaupausen schon erforscht, oder? Wohl nicht. Upgrade verstärken. 25% Produktion für 10 mehr Stromverbrauch. Ja, haha, nee, danke. Und sonst so. Könnten wir auch hier machen. Du hast dein Upgrade schon drin. Sauerstoff ist auch eigentlich relativ knapp, ne? So viel haben wir jetzt auch nicht. Wir haben zwar ein Moxie, das Sauerstoff fertig macht, aber guck mal, wir können die Magnetfilterung mit reinholen. Die Baukosten sind natürlich 5 weitere Polymeren. Und es ist erstaunlich, dass wir bei 7,2 Polymeren noch nicht mehr haben. Wir haben gerade mal 2,3 für die Wartung. Aber wahrscheinlich haben wir so viel damit gebaut, dass die alle schon wieder weg waren. Ja gut, dann bauen wir jetzt hier noch eine Bar, das soll mir recht sein, und später noch ein Casino. Luxus, Gaming, Glücksspiel, Sozial. Eine Weltraumbar. Hätte auch eine kleinere genommen, aber gab's nicht. War gerade nicht zur Verfügung stehend. Du funktionierst nicht, nee. Hast du zu viel Metall noch im Lager? Es tut mir aber leid. Wir werden das Metall auch irgendwann... Oh, ich habe keinen Beton mehr. Irgendwann natürlich umcraften. Wo seid ihr? Ihr habt noch zu viel Metall bei euch drauf. Warte mal, dann machen wir jetzt ein komplett großes Lager. Nur für Metall. Muss eher am Strom angeschlossen sein, weil das nämlich elektronisch funktioniert. So, und dann könnt ihr hier auch alles abladen, dann ist Schluss. Du musst auch noch Metall abladen. Dann fährst du hoch, du kriegst wieder eine neue Handelsroute. Holst das Zeug, Quatsch, von hier und bringst es nach, warte mal, bleib mal stehen. So, von hier Beton holen und den nach da bringen. Viel Spaß. So, der fährt jetzt wieder hin und her, holt uns noch ein bisschen Beton mit dazu, denn den haben wir ja ordentlich verbraucht, dadurch, dass wir das hier vorne fertig gebaut haben. Und da arbeitet keiner mehr. Im Lebensmittelladen. Ach Gott, das auch noch. Das wird ja wieder unseren Komfort ordentlich nach unten hauen. Auch wenn 6 Leute sich nur beschweren, dass es kein Essen gab. Die Besonnenheit geht immer noch zu weit runter. Obwohl wir unsere Mediziner haben. Und die müssten eigentlich noch wesentlich mehr für die Leute tun können.
Veganergesellschaft, vegan, plus 2, gut erholt, plus 6. Amphitheater, plus 10, Veganergesellschaft, plus 2. Hat ungekochte Mahlzeit gegessen, minus 3. Servicegebäude war voll, einkaufen, minus 10. Wo hat er denn eingekauft? Kann er nur im Lebensmittelgeschäft gewesen sein. Ja, ich würde euch gerne noch einen Diner mit hinstellen. Aber das kostet mir wieder zu viele Arbeitskräfte. Irgendwas wollte ich ausbauen. Mensch, was war denn das? Wir könnten die Rotorblätter ausbauen. Da hätten wir immerhin 33% mehr Produktivität. Das sind 3 pro Windrad mehr. Du musst noch entladen werden. Du hast noch 32 Mal Essen dabei. Ach, Forschung. Terraforming läuft noch. Mars Treibhaus. Ich könnte die Forschung noch weiter auslagern. Ich könnte auch genauso gut die Arbeitsschicht hier erweitern. Aber wir haben ja kaum noch Leute. Kinder werden zwar neu geboren, aber auch nur schlecht als recht. Ich muss unbedingt auch noch weitere Gebäude bauen. Wir haben nur noch 15 weitere Wohnplätze. Das müsste eigentlich reichen. So, Strom wird mehr. Wir kriegen jetzt 14,5 pro Windrad. Und irgendwas wollte ich ausbauen. Aber ich weiß nicht mehr was. Irgendwas hat 5 Polymeren benötigt. Die Drohnenhubs waren es schon mal nicht. Die Moxie? Ja, die Magnetfilterung. Dass wir schon mal mehr Sauerstoff haben. Genau, das war's. Da müssen sie zwar wieder rankloppen, aber da müssen sie jetzt einfach mal durch. In der Bar arbeiten wieder zu wenig Leute, teilweise gar keine. Weißt du was? Du kannst jetzt mal nach Hause fliegen. Es ist mir egal, ob wir da noch Ressourcen dran haben. Und holst noch ein paar Leute. Und dann bauen wir hier jetzt noch 1-2 Gebäude mit hin und dann ist Ruhe. Könnt auch genauso gut ein Apartment bauen. Wir werden nur noch ein Gebäude mit hinbauen. Und dann erforschen wir lieber das andere Teil. Und zwar das Riesengebäude. Wo 56 Leute, glaube ich, Platz haben. Das auch richtig viel Komfort bietet. Research complete. Mars-Treibhaus ist durch. Globale Parameter, Temperatur, Terraforming-Tipp. Ja, wir beginnen jetzt auch mit Terraforming. Wir haben alles, außer Polymeren, brauchen wir noch mehr. Aber dafür muss ich die Arbeitsschicht erweitern, erhöhen. Und so viele Leute können hier nicht mehr untergebracht werden. Das ist natürlich schlecht. Hier geht doch eh keiner trainieren, oder? Reiß das mal ab. Und dann bauen wir hier lieber noch ein Wohnhaus mit hin. So ein kleines Wohnquartier. Ich bin gespannt. Wir können da, glaube ich, 4 Leute mehr wohnen, ne? Ja, sehr gut. Was wollte ich denn bauen? Eigentlich könnte ich hier noch ein Wohnquartier mit hinzimmern und noch eins. Aber dann kann ich den Diner nicht mehr mit hinstellen. Das missfällt mir. Ich könnte die Mars-Universität hier drüben mit hinbauen. Die ist gar nicht so wichtig, die brauche ich hier nicht. Dann kann ich hier lieber noch 2 andere Gebäude mit hinstellen. Dann baue ich hier noch ein Wohnquartier und einen Diner.
So, und dann holen wir noch weitere Leute. Passagierrakete. Geologen, Ingenieure, Spezialisierung gibt es teilweise nicht. Ich möchte schon mal keine Touristen. Touristen einmal aussortieren. Haben wir nicht. Gut. Botaniker, keine Spezialisierung. Geologen, Botaniker. Dann nehmen wir die ohne Spezialisierung so ein bisschen raus und holen lieber noch ein paar Ingenieure dazu. Offiziere 0 von 3, Mediziner 0 von 3, Touristen 0, Botaniker 2, keine Spezialisierung, Ingenieure und Geologen. Start. Okay. Denn dann können wir hier noch weitere Leute unterbringen, können hier noch eine weitere Schicht mit hinzufügen, noch mehr Leute bauen lassen, gegebenenfalls auch die Maschinenteilefabrik endlich wieder betreiben. Dann kann auch der ein oder andere hier noch ein bisschen arbeiten. Und die Universität, die reiße ich ab, dann bauen wir hier noch ein Wohngebäude hin und dann können die da auch noch mal mehr arbeiten. Kommt die hier drüben mit hin? Es ist ein riesiges Hin und Her, ich weiß. Ihr hasst mich. Ich mich auch. Guck mal, die werden ja eh nicht mehr ausgebildet hier. Ist doch gar keine mehr da zum Ausbilden. Mars-Universität, da ist sie. Findet leider keinen Platz bei uns. 3 wichtige Gebäude kriegen wir noch hin. Ansonsten können wir die kleineren Gebäude hin und her packen. Das ist okay. Und hier kommt jetzt ein Apartmenthaus, ist eigentlich nicht so schön. Noch eine normale Wohnanlage mit hin. Da passen wenigstens einigermaßen Leute rein. 14 Stück, das reicht, um dann auch das hier zu betreiben, denn wir brauchen 15 Leute dafür. Strom ist noch genug da. Und auch hier können wir die gestoppte Arbeitsschicht erweitern. Wir haben jetzt Platz für 8 und für 51 weitere Leute. 7 Kindergartenplätze sind noch frei. Und wir haben 3 Kinder, 2 Jugendliche und so weiter und so fort. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und wenn die Mars-Universität erstmal fertig gebaut ist, wird es noch besser. Und wenn die Rakete da ist, dann haben wir sowieso den Jackpot. Denn dann haben wir über 100 Leute, die wir überall mit unterbringen können. Ja, hier unten ist nichts mehr. Es ist wieder eine Forschung abgeschlossen. Das freut mich natürlich. Andererseits hätte ich gerne weitaus mehr Möglichkeiten hier. Rover Commander, die ferngesteuerten Kommandeure starten mit 4 zusätzlichen Drohnen, meinetwegen. Neues Gebäude, Drohnenfabrik ist auch nicht verkehrt. Muss allerdings außen gebaut werden, das heißt, die Leute würden auch wieder weiter außen arbeiten. Jetzt bin ich erstmal froh, wenn wir neue Leute haben. Meilenstein erreicht, 1000 weitere Forschungspunkte, 22 weitere Kolonisten sind jetzt bei uns in der Kolonie angekommen, die natürlich wunderbar arbeiten gehen können. Und endlich die Arbeitsplätze füllen, die so lange leer geblieben sind. Da fehlt noch jemand in der Nacht. Ich warte immer noch auf die Forschung, dass ich da Roboter drin haben kann. Ich weiß auch nicht, ob das eine Durchbruchsforschung war. Das kann durchaus sein. Wir gucken mal ganz kurz. Wir müssen ja sowieso noch wieder weiter scannen, dass wir die restlichen Anomalien jetzt einmal durchleuchten. Gegebenenfalls finden wir da irgendwas. Auch immer der Erkunder unterwegs ist da. Noch 30 freie Wohnungen. 3 Kinder, 9 Jugendliche. Das ist gut. Das heißt, wir haben ordentlich Kinder produziert.
Komfort geht ja auch jeweils immer weiter nach oben. Auch die Besonnenheit geht nach oben, dadurch, dass wir den Leuten ja auch sehr viel Abwechslung bieten. Entspannung, Trainieren, Spielen, Soziales. Durch den Freizeitpark schwerelos, wo dann auch von hier aus die Leute rübergehen können. Wir bräuchten hier vielleicht noch ein bisschen was zur Entspannung. Die Weltraumbar ist auf jeden Fall da. Da können die Leute dann auch noch mal ein bisschen entspannen. Und wenn wir unser Spitzengebäude, in dem die Leute wohnen dürften, Arkologie, auch noch erforscht haben, dann geht sowieso aufwärts. Dozer Rover ist erforscht. Schön. Freut mich. Es bringt mir auch hier nichts zu forschen, weil keine weiteren Dinge freigeschaltet werden. Es kommt nur durch irgendwelche Technologien. Aufklärungszentrum brauche ich nicht. Was ist das denn? Erhalte eine. Nee, brauche ich nicht. Ich bin noch nicht so wirklich glücklich. Dann machen wir die Drohnenfabrik, erforschen die auch noch, dann ist die auch weg. Dann kriegen wir hier vielleicht noch weitere Dinge, die wir gegebenenfalls gebrauchen können. Mal sehen. Scannt noch. Schicken wir dich gleich auf die nächste Reise. Betankte Extraktoren und hängende Gärten können jetzt erforscht werden. Extraktoren-Upgrade. 30% Produktion, solange das Gebäude mit Treibstoff versorgt wird. Heißt, die Treibstofffabrik müsste dementsprechend auch mehr produzieren. Ja, kann man machen. Muss man nicht. So, wir haben sehr viele Wissenschaftler, die jetzt auch ordentlich was produzieren an Forschung. 682 plus die normalen 500, die wir sonst hatten. Polymere werden endlich mehr. Elektronische Geräte auch. Und euch können wir auch bald wieder anschalten. Die Kinder werden auch mehr. Cool. 4 Kinder, 9 Jugendliche. Und die sind garantiert nicht mit dem Shuttle gekommen. Das freut mich. Sanatorium behandelt Kolonisten, um Schwächen mit fortschrittlichen und meist menschlichen Methoden zu heilen. Meist menschlich. Es muss nicht immer der Fall sein, dass sie menschlich sind. Mhm. Freut mich natürlich. Anomalie analysiert, das freut mich auch. Muss mal ganz kurz gucken, der Komfort hier ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben ja jetzt hier auch den Diner. Das heißt, die Leute können sich hier ganz normal was zu essen holen. Die müssen ja jetzt nicht hier oben anstehen. Denn hier sind sowieso nicht immer Leute zur Verfügung stehend. Anomalie analysiert. 400 Milliarden Dollar ist okay. Dann könnten wir hier die Arkologie mit hinbauen. Dann arbeiten hier mehr Leute. Die stecken wir alle in die Fabriken rein. Und hier drüben machen wir das Sanatorium. Die Leute, die hier dann zu viel sind, werden alle geheilt und glücklich gemacht. Was hätten wir sonst noch? Schulspitze. Freue ich. Oder WAS, dann würden wir weniger Wasser verbrauchen. 70% weniger Wasser innerhalb der Kuppel. Gärten. Erforschen die Technologie, hängende Gärten, um dieses Gebäude freizuschalten. Ja gut, das sehe ich noch nicht, was es macht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch mehr Entspannung bietet. Gegebenenfalls eine höhere Sauerstoffproduktion. Und wir wollten so langsam damit beginnen, auch zu terraformen. Heißt, wir gründen einen See. Was nicht geht, muss ich erst noch erforschen. Verbraucht Saatgut, um wilde Vegetation zu pflanzen und so die Bodenqualität zu verbessern. Die Pflanzen gedeihen oder sterben abhängig von der Bodenqualität, der globalen Temperatur und dem vorhandenen Wasser. Verbessert globale Pflanzenverbreitung, sofern sie geringer als 40% ist. Ist während Staubstürmen und giftigen Regen nicht aktiv. Treibhausgasfabrik verbrennt eine Mischung aus Treibstoff und lokal gewonnenen Kohlenstoff, um Treibhausgase freizusetzen und so die globale Temperatur zu verbessern. Das führt zu einer signifikanten Steigerung der Terraforming-Effekte bei niedrigen Temperaturen. Verbraucht 10 Strom und einmal Treibstoff. Wartung jeweils 2 mechanische Teile. Hm.
Weiß ich noch nicht, ob ich das möchte. Ich werde jetzt erstmal die Maschinenfabrik wieder ankurbeln. Die muss jetzt repariert werden, dann können die Leute dort auch wieder arbeiten. Wir haben immer noch sehr viele Wohnungen frei. Die Leute werden auch weiter ausgebildet. Auch in der Mars-Uni werden wir jetzt die Arbeitsschichten auch erhöhen. Ausbildung. Studenten werden für die ausgewählten Spezialisierungen ausgebildet oder erhalten automatisch die gewünschten Spezialisierungen innerhalb der Kolonie. Automatisch ist schon okay. So, dann haben wir noch weitere Wissenschaftler. Hast du soweit alles erforscht? Jo. Dann schicken wir jetzt gleich mal die Rakete nochmal los. Ich muss einmal kurz gucken, dass wir das restliche Essen noch abladen. Völlig vergessen, dass hier auch Strom fehlt. Das Gute ist, dass wir auch die Kuppel einfach damit verbinden können und dann der Strom automatisch weitergegeben wird. Wir haben schon wieder zu wenig Strom. Ja, ich sehe es gerade. Kuppel ohne Lebenserhaltung. Upgrade für die Rotorblätter ist schon durch. Das könnten wir aber auch bei den anderen noch machen. Strom ist wieder da. Aber hier arbeiten keine Leute. Immer wenn eine Reihe voll ist, dann holt sich der Kran die Reihe und packt die hinten hin. Und so laden wir das Ding ab und können es gleich losschicken auf die nächste Mission. Denn ich würde gerne gucken, ob sich hier noch irgendwas auf dem Planeten befindet, was wir gegebenenfalls gebrauchen können, auch an Durchbrüchen. Ein Rivale hat eine Anomalie gescannt, Indien hat eine Planetenanomalie gescannt, das freut mich. So, dann schauen wir mal. Neue Technologie, dafür bräuchten wir 8 Leute. Egal welche. Ferngesteuerten Safari haben wir nicht, muss ich mir unbedingt mal holen. Ferngesteuerten Transporter können wir nutzen, würde Ressourcen bringen. Ressourcen brauche ich nicht. Neue Technologie. Expedition aussenden, auf geht's, schicken. So, damit sind die schon mal unterwegs. Die laden bloß noch die Nahrung ab und dann zieht sie los. Und tschüss. Haben wir zumindest schon mal neue Technologien. Aber ich hoffe, dass das auch Durchbrüche sind. Die brauchen wir unbedingt. Und wir werden auch gleich nochmal gucken, ob es hier noch weitere Dinge gibt. Wie neue Technologien natürlich. Aber ja, ich habe keinen ferngesteuerten Safari. Ich müsste mal einen bauen oder mit kaufen. Ansonsten haben wir auch sehr viel mit Wissenschaftlern. Unbekannt ist natürlich auch interessant. Hier auch 10 beliebige Leute. Sind wieder sehr viele Senioren gestorben und die im mittleren Alter, die werden auch schon wieder älter. Das gefällt mir alles nicht. Als Vorsitzender des Senats stimme ich für ein Abo auf diesem Kanal. Alles andere wäre völliger Wahnsinn. Wir sollten uns auch gleich das nächste Video ansehen.